Profi. Lacht nicht nur über uns, das ist wie im Fernsehen. So, Mahlzeit. Wir sind hier im schönen, in der schönen Eifel, muss man sagen. Ja, ist ja schon fast wie eine Stammanlage hier bei Mohnen. Heute geht es einfach darum, Fortsetzung vom letzten Mal. Basic fürs Gummifischen. Letztes Mal haben wir euch das mit Spoons erklärt und heute soll das mit Gummis gehen. Ganz einfach. Trout Collector, Pinball, Larven. Die gibt es heute satt und reichlich. Ich hoffe, dass wir auch ein paar Fische fangen. Dass wir euch was erklären können zur Führung, das machen wir jetzt gleich als erstes. Der Michael wird euch mal eben zeigen, wie man den Pinball führt. Ich glaube, was hast du dran? Chiburashka? Ich habe am Chiburashka. Ja, Chiburashka und normalen Jig, also Tungstenkopf, damit ihr das auch mal lernt. Ansonsten ist der Aufbau der Route wie letzte Woche. Also, leichte Spoonroute, Gummiroute, 04er Schnur. Heute habe ich hier 018er Fluorcarbon angeknotet. Die Knoten haben wir euch letzte Woche gezeigt. Snap dran und ich habe jetzt auch einen Chiburashka-Kopf und der Michael auch. Kommt ein Gummi drauf und jetzt zeigen wir euch mal, wie man das führt und vielleicht haben wir auch Glück und fangen Fisch. Wir fischen heute unseren Trautkollektor an der Chiburashka und ich zeige euch jetzt mal, wie der im Wasser läuft und wie ich ihn führe. Also, wir werfen aus. Lassen ein bisschen absinken, kurbeln ganz langsam und zwischendurch mal jiggen, damit der Köder im Wasser ausbricht. Was hast du für unterschiedliche Arten zum Jiggen? Nimmst du immer die ganze Route oder haust du auch mal mit dem Finger? Was machst du? Ist so dein Favorit? Ich fange an mit der ganzen Route, weil ich will wissen, wie aktiv die Fische noch sind. Wenn sie hinterher sehr passiv werden, klopfe ich einfach nur noch auf den Blank, damit die Köder nicht so ausbricht. Also entweder immer ganz leicht draufklopfen oder halt wirklich mal bam bam, damit okay, die ausrasten. Und wenn der Biss kommt, wie verhältst du dich dann? Sofort anschlagen? Nee, beim Gummi lasse ich ein bisschen nehmen. Wenn ich merke, ja, sie geht weg, dann schlage ich an, so leicht und nimm sie raus. Also, dass sie geht weg heißt, die muss in die Rute reinlaufen, die Spitze muss krumm werden, Michael, oder wie? Genau, und dann lasse ich ein bisschen, gebe ich ein bisschen Schnur, damit sie auch richtig schlucken kann und dann hole ich sie, dann schlage ich an und hole okay, sie raus. Wie steuerst du die Tiefe am Gummi? Zeig uns das mal. Also wenn ich auswerfe, sehe ich ja, die Schnur liegt auf dem Wasser, dann läuft die Schnur immer weiter ab. Und je nachdem, wie tief ich fischen will, achte ich auf die Schnur, dann weiß ich, auf welcher Tiefe ich angle. Ah, super, ist ja ganz einfach. Ja. Okay. Ja, momentan sind die Fische noch ein bisschen aktiv, aber noch nicht mehr so aktiv, dass sie aufs Spoon gehen. Deswegen habe ich unseren Trout Collector in blau-weiß rausgesucht und sehe da, bam, direkt drauf. Wie hast du geführt? Wo stehen die Fische? Ja, ziemlich tief. Ich habe jetzt bis kurz zum Grund absinken lassen und dann immer mit leichtem Twitchen langsam drehend. Dann erklär mir mal, warum du die blau-weiß genommen hast, diese relativ kontrastreiche helle Farbe. Ja, dadurch, dass das Wasser so trüb ist und der Himmel mal frei, mal bedeckt, habe ich mich für diese Farbe entschieden, damit die auch richtig schön Kontrast im Wasser bringt. Und ich habe gesehen, du hast bei mir auf der Stille Route geluschert, weiß. Deswegen immer beim Nachbarn abgucken, das bringt manchmal. So, Gummi auswerfen. Ich vermute die Fische noch relativ oben, also fange ich frühzeitig an. Und jetzt guck mal, wie langsam ich kurbel. Anhalten, bisschen zupfen. Dann geht der Pinball richtig in Aktion und weiter geht's. Dann lasse ich ihn jetzt ein bisschen durchsinken, um mal die Wasserschichten abzufischen. Aber ihr seht, langsamer ist mehr. Jetzt habe ich Grundkontakt gehabt, weil es da hinten sehr flach ist. Also die Trout Collector zeigt das wirklich alles an. Achtet nur mal auf die Spitze. Jeder kleine Zuppel wird übertragen. Und das macht es ja auch aus beim Gummifischen. Das gibt uns ja den Vorteil, so langsam zu fischen, wenn die Fische so wie jetzt nachmittags recht passiv sind. So, jetzt kann ich mal ein bisschen kurbeln. Also da muss jeder so ein bisschen seinen eigenen Stil rauskriegen. So. Ich fische unseren Pinball, guckt mal hier, fühlt sich nicht viel anders wie den Trout Collector. Dadurch, dass er den Pin hat hinten, müssen wir ihn weniger animieren und dann mit dem festen Tungsten. Ne? Gerade hatten wir, Michael war mit dem Chiburashka und dadurch, dass der Pinball eh schon viel Spiel hat, jetzt ist die Route auch noch verdreht, wartet mal eben, ich muss mal eben, siehst du, das passiert auch mir so. Dann brauchen wir da gar nicht so viel animieren.
So, ich fische dafür die Trout Collector 3. Das ist halt meine Lieblingsgummiroute, ist auch eine Gummiroute mit dem Solid-Tip. So, rausgeschmissen. Lasse ich ihn ein bisschen absinken, wo ich ihn haben will. Ich sehe ihn auch und sehe, dass er langsam sinkt. So, und dann führe ich den Pinball noch mit weniger Action wie gerade Michael den Trout-Kollektor, weil er durch den Pin halt schon sehr viel Spiel hat. Guck mal, die Rute bewegt sich minimal. Man sieht es fast kaum. Und ich hau bei dem Pinball nicht auf den Blank, weil dann bricht der Pinball viel zu sehr aus, meiner Meinung nach. Das muss auch jeder selber so ein bisschen wissen. Aber ihr seht, ich bin ganz langsam, halt auch mal an, lass ihn noch ein bisschen absinken und führen wirklich heute ultra, ultra langsam, weil so kommen die Bisse. So, also, Unterarmwurf reicht oft. Zack, absinken lassen. Jetzt warte ich erstmal. Ich habe eine kleine Tungsten, weil ich leicht fischen möchte. Auch mit einer kleinen Tungsten kann ich tief fischen. Ich muss sie nur absinken lassen. Warum eine kleine Tungsten? Die Fische sind heute sehr passiv. Und wenn ich ein leichteres Gewicht fische, habe ich den Köder länger im Sichtfeld des Fisches. Aber ich muss langsam fischen. Fische ich einen leichten Köder, schnell kommt er nach oben. So, ihr seht, die Spule bewege ich im Zeitlupentempo. Wirklich immer wieder ganz, ganz leichte Twitches nur. Oder so, ihr könnt auch so ein Doppelzittern, nenne ich das mal. Und weiter geht's. Immer weiter den Köder führen. Ja, und das müsst ihr euch als Nummer wiederholen. Ein bisschen Fischfang. Ich hoffe, wir kriegen gleich noch einen. Dann kann ich euch die Route auch noch in Aktion zeigen. Jetzt zeige ich euch nochmal den Köder, wie er läuft. Guckt mal hier. So. Guckt mal, seht mal den Pinball. Wie sehr der spielt. Absinken lassen, hoch. Seht ihr den Pinball? Immer wieder hoch. Der hat ein mega Spiel. Zack, 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 zack. Da braucht man gar nicht viel animieren. So, jetzt geht es bei uns richtig los. Kamera legen wir an Seite. Wir müssen noch mal einen Fisch fangen. Wir wollen auch zeigen, dass die Gummis funktionieren. Also, wir sind ja vorhin angefangen mit den Trout-Kollektoren. Mittagszeit, wo die Fische noch aktiver waren. Ich bin jetzt umgestiegen auf den Pinball. Den Pinball, ich zeige euch gleich mal, der hat halt diesen kleinen Ball hinten dran. Und man kann die Fische halt noch ein bisschen mehr animieren. So, hier ist der Fisch. Guckt euch an den Köder, wenn er mal kurz stillhält. Also Köder ganz weginhaliert. Der Erfolg war jetzt garantiert dieser kleine Pinball, dass wir doch noch einen aus der Ecke leuchten konnten. Jetzt guckt ihn euch an. Köder ist komplett weg. Ich verarbeite jetzt mal eben den Fisch und dann erkläre ich euch was dazu. Ganz passiv, nur so eingelutscht. In dem Moment, wo ich den Pinball ganz leicht angetitscht habe. Guckt euch den Fisch an. Ja. Junge. Petri, Olli, puh, Petri. Die hängen wir doch mal in eine Waage rein. Junge. So. Jetzt guckt euch das mal an. Es ist nicht viel über vom Pinball. Ich zeige euch den gleich mal. Aber boah. Guck. Junge, guckt euch den Fisch an. Ja, Petri, Olli. Ich zeige euch jetzt mal eben den Köder. Den muss ich euch dazu zeigen. Pinball. Dieser Köder war das. Ihr seht hier das Orange. Genau dieser Köder war das. Auf 0 Kilogramm. Die müssen wir mal richtig anhängen. Ja. 3,9 und ein paar kaputte. Ja. Ah, zeige ich nochmal von Weitem. Ja. Mein Tag ist gerettet.
So, wenn jetzt noch Gummi gerappelt, jetzt muss ich den Michael einmal fragen, ob er mir einen Kescher bringt. Wieder ganz tief geführt, ganz tief und nur ganz leicht den Pinball spielen lassen. Und ich habe unsere Chiburashkas dran genommen. Hat den Sinn, Chiburashka, Köder hat noch ein bisschen mehr Spiel. Ich zeige euch das gleich, wenn der Fisch versorgt ist. Wenn der Fisch versorgt ist. So. So. Jetzt zeige ich euch den. So, seht ihr, das Gummi, den Pinball. Und jetzt guckt euch mal die Chiburashka-Perle an. Chiburashka heißt, der Gummi hat noch mehr Spiel und der Köder kann mit Pinball hinten spielen, vorne spielen. Also mehr könnt ihr dem Forellen kaum bieten. Und da hat es gerappelt. Auf unsere Larve. Danke, Michael. Jetzt hat es gerappelt, wie ihr gerade schon gesehen habt, auch den Live-Biss. Und jetzt guckt euch das mal an. Fische sind super passiv. Ich fische unsere große Larve. Hat der Fisch gut genommen. Warum habe ich orange gefischt? Der Michael kann es gleich mal zeigen. Wir haben bedeckten Himmel, sehr trübes Wasser, also fische ich eine helle Farbe. Ich erkläre euch gleich noch ein bisschen was zur Führung, der Michael auch noch und auch was wir anknoten, wie wir die Sachen fischen, das ganze Tackle, aber ich versorge jetzt erstmal den Fisch. Bis gleich. So, ich fische hier unsere kleine Larve, also die größere von den kleinen. Seht ihr, ich habe die so ganz leicht wie so ein L aufgezogen, wirklich nur minihaft, damit sie schön nach rechts und links schwingt. Und dann wollen wir mal gucken. Die Fische sind jetzt, wie gesagt, sehr, sehr passiv. Es ist spät am Nachmittag, dass wir was kriegen. Ja. Biss. Ja. Ja. Auf unsere Larve, die ich euch gerade gezeigt habe. Und haben wir doch noch eingekriegt und ich glaube, so, gucken wir mal rein. Nein, es ist eine ganz normale, aber jetzt gehe ich mal hier rüber. Jetzt guckt hier rein, die Larve ist komplett verschwunden. Ich weiß nicht, ob man sie noch sieht. Wie ich es euch gerade gezeigt habe, ich habe die nur ganz kurz als L aufgezogen, gar kein großes L, dadurch schwankt die mit dem Schwanz hinten nur so rum und hat sofort eingegeben. Also ein Köder mit ganz wenig Druck, weil die Fische halt jetzt so passiv sind. Ich denke, dass wir jetzt auch gleich hier einpacken, weil nicht mehr viel geht. Aber ich wollte euch halt noch mal zeigen, wenn gar nichts mehr geht am Tag, die Larve drauf und die ganz passiven Fische. Jetzt haben noch zwei, sind noch rausgekommen, hat der Köder seinen Zweck erfüllt. So, jetzt kommt der Erklärteil, weil nur Fische fangen und die Gummis zeigen, da könnt ihr noch nicht ganz so viel mit anfangen, denke ich. Hier, das ist genug Profis, aber wir haben auch genug Anfänger. Und dafür soll das Video heute mal sein. Oh, ich muss mal in meinen Bauch einziehen. So, dringend noch was. So, wir sind heute mittags erst angefangen. Irgendwie 14 Uhr, ne, so ja. Die Ecke. Fische waren schon recht passiv, noch nicht komplett passiv. Und wir haben ja drei Gummiformen. Michael, erklär mal, was haben wir an Gummiformen heute mit? Ja, wir haben einmal den Pinball mit. Der ist wohl noch ein bisschen, der ist ein bisschen aktiver als der normale Trout-Collector. Durch den Pin am Ende, die Kugel, macht er nochmal richtig Druck im Wasser. Und dann haben wir. Und dann Oldie but Goldie, Trout-Collector. Genau. Ja, das Teil fängt immer, kennt ihr schon aus ganz vielen Videos. Da sind wir heute mit angefangen. Warum sind wir damit heute angefangen? Weil er weniger Druck macht als der Pinball und. Ja, die Fische wollten halt noch ein bisschen aktiv. Ja, eben, richtig. Genau das ist das Ding. Da müsst ihr drauf achten. Einmal sind die Fische schon eher noch aktiv oder sind sie eher passiv. Dann
guckt euch hier das Wetter an. Wir haben, ich schwenke gleich nochmal die Kamera einmal rum. Ist komplett bedeckt, regnet immer wieder, Wasser ist trüb. Sag mal, womit bist du gestartet? Ja, wir haben... Ich tippe mal mit Schwarz, oder? Nee, mit leuchtenden Farben. Okay. Weil wir haben uns von hell nach dunkel quasi gearbeitet, von klein nach groß und von unten nach oben. Ja, also, einmal durch. Wir haben ja unser System auf den Dosen. Das kennt ihr ja alle schon, trüber Wasser, bedeckter Himmel und so weiter. Das ist mein Anhaltspunkt. Aber heute ging es erstmal los. Poppige Farben, ich glaube irgendwie orange, grün, gelb, grün und sowas ging heute erstmal mit los. Mit dem Trautkollektor. Dann ist Michael ziemlich schnell auf den Pinball umgestiegen. Ja, ganz einfach, weil ich kaum noch Bisse gekriegt habe. Und dann ging es auch wieder, oder? Ja, dann gingen wieder ein paar, ne? Ja, aber auch noch grelle Farben, oder? Ja. Ja, grelle Farben. Ich habe vorhin mal was Dunkles probiert, so ein dunkles Motorölgrün. Da kam gar nichts drauf. Ist aber heute auch dem Wetter geschuldet. Also, gleiche wie bei den Spoons. Achtet auf die Wetterumstände. Wählt danach eure Farben aus. Anhaltspunkt auf den Dosen. Dann, wenn die Forellen wie heute so ein bisschen zickig sind, ihr wisst ja, mach mal, zeig mal eben. Hier, guck mal, wir haben die einmal in 70, in groß. Hast du auch da? Genau. Zeig mal, siehst du, das sind die großen. Haben wir erst mit gefischt, kam nichts drauf. Fische wollten nicht. Warum? Ich tippe, es ist jetzt so die Übergangszeit, noch ein bisschen warm. Die wollen noch keine großen Köder, also fische ich den kleinen. Ja, Michael auch mit dem kleinen. Genau. Und dann hat es auch sofort gerappelt. Mit dem. Was wir nochmal unterschieden haben, dürfen wir auch nochmal sagen. Wir haben ja auch diese, haben ja die ganz normalen Tungstenhaken im Programm. Die kennt ihr alle hier mit Regenbogenköpfen, rot, gelb, grün, alle Farben, für jeden Geschmack was dabei. Und dann haben wir jetzt auch noch neu. Dieser Chiburashka, guck mal hier drauf. Ja, Chiburashka ist einfach, der Tungsten ist vom Haken gelöst, also nicht festgeklebt, sondern mit so einer kleinen Klammer. Und der Haken hat viel mehr Spiel. Ich weiß nicht, ob man das erkennt zwischen meinen dicken Fingern. Damit könnt ihr nochmal einen zusätzlichen Reiz auslösen. Von der Chronologie fangen wir beide zum Beispiel immer erst mit einer normalen Tungsten an, wenn es darauf klappt, das heißt, es sind genug Reize da. Dann bleiben wir auch dabei. Ja, ne? Richtig. Aber wenn es nicht klappt, dann geht es halt auf den Chiburashka. Hat oft nochmal so diesen Extra-Kick. Zack, du kriegst noch ein bisschen mehr Bewegung im Köder und man kann den einen oder anderen Fisch noch holen. Ja. Und dann ging irgendwann überhaupt nichts mehr. Liegt auch daran, die Fische haben die Köder gesehen, kannten die Druckköder, wussten, da ist irgendwas nicht ganz okay. Dann haben wir nochmal gefischt hier. Warte, ich muss mal gucken in unser Auto. Wir sitzen heute im Auto, weil das hier so ein Schiedwetter ist. Hier, unsere Larven. Erstmal eine ganze Dose voll, zeige ich euch mal hier. Aber guckt mal, die kleine Larve. Ui, jetzt ist eine runtergefallen, das ist nicht so schlimm. Die kleine Larve. Ja, was macht dieser kleine Köder? Also, wir haben den in zwei Größen. Ich sage mal in klein und in mini. Ich hoffe, man erkennt es. Ich gehe mal hier hin. Ja, den gibt es natürlich auch in zig Farben, wie unsere Trautkollektoren, ne? Und wie unsere, ach, wie heißen die anderen Dinger nochmal? Pinballs. Mit Glitter. Michael, wann fischen wir die? Sag mal, wann hast du den gefischt? Du hast ja noch einen Fisch gefangen. Ja, wo dann hinterher richtig passiv wurde, wo die Fische quasi nur noch irgendwo standen, gar nicht mehr gejagt haben, dann haben wir den genommen. Ja, und wenn sie vor dem großen Gummi abbauen, was Druck macht, zieht diese kleine Larve mal gerade auf, sieht erst sehr unspektakulär aus, aber oft bringt es noch einen Fisch. Also mir hat es wohl einen Fisch gebracht. Ja, mir auch. Ja. Und wenn, ihr könnt die Larve aber auch in ganz vielen Sachen fischen. Ihr könnt die gerade auf den Haken ziehen, wenn die Fische wirklich schon viel Köder gesehen haben und vor dem Köder abhauen. Das kennt ihr bestimmt. Ihr könnt die ganz leicht wie ein L aufziehen, also ich sag mal wie so ein halbes L. Dann geht der Schwanz von der Larve beim langsamen Einholen immer hin und her. Das ist mein Favorit. Und wenn ihr mal richtig Druck mit diesem mini kleinen Larvenköder machen wollt, dann zieht ihr ein richtiges L auf. Dann läuft die wie ein Propeller. Ja, ich würde mal sagen, wir haben heute eine Kiste voll. Aber ein paar kamen auch natürlich auf die Spiro. Ich glaube, einen haben wir auch im Film. Wie immer, Spiro liegt mit draußen, ist doch ganz klar. Ihr beraubt euch einer Chance, wenn ihr die zweite Route nicht nutzt. Heute gab es nicht von oben, sondern von unten. Also ein bisschen Trautdetektteich drauf, Bienenmade dran, Blei und fertig. Kamen auch ein paar Fische. Ja, ist hier schon wieder am Regnen. Ich zeige es euch gleich nochmal. Wir packen jetzt ein. Wir sagen mal bis zum nächsten Mal. Nächstes Video mit uns wird sein. Wir haben die IM12 in so einem, ich sag mal, Fertigbundle. Rolle, Schnur, Rute, Köder. Das haben wir einmal mit der IM12 für Spoon und Gummis.
Und einmal mit der Mikrojig für meine geliebten Durchlauftrinker. Ne? Ja. Ach ja, Durchlauftrinker, ja, hat bei dir auch noch gerade geklappt. Genau, direkt zwei Stück. Die wollen wir euch noch vorstellen, weil ist ein tolles Startpaket. Ne? Wird so um die 100 Euro kosten, Rute, Rolle, Köder, alles dabei. Machen wir ein Unboxing-Video, heißt das doch heute neu modern. Und dann gucken wir mal, was wir mit Fischen. Seid mal gespannt, hat ein neues Design, gerade auch für die jungen Angler. Richtig poppig, die stellen wir euch Freitag. Ja, machen wir Freitag, machen wir das. Ich sag bis zum nächsten Mal, Michi, okay? Ja. Ja, okay, Bauch einziehen, warte, genau, so. Für das Bild. Ciao. Ciao.